So, und herzlich willkommen zurück zur nächsten Folge Skyrim hier bei mir auf dem Kanal. Und ja, bei dem schönen Wetter hier seht ihr ja quasi, ihr seht, wie mein ganzes Bild verschwimmt. Ich habe zwei neue Mods installiert, das habe ich natürlich dann mit der Julia noch nicht abgesprochen. Aber das müssen wir noch, dann noch machen, das muss die sich auch noch drauf machen. Zum einen ist es die Elena, die wartet allerdings, die können wir eigentlich mal kurz holen. Dann haben wir die dabei. Dann, ich glaube, so ein Kampfgefährtin ist in jedem Fall gut. Das hat sich immer bewährt. Ich muss halt nochmal gerade gucken, wo ich die abgestellt habe, in der Tat. Ich hab's vergessen. Westen. Und die hat seine Markierung gemacht. Hier, Elena wartet. So, und die andere Mod ist, ich habe so eine Mod jetzt, wenn jetzt hier so Wind ist und dann hat es bestimmt mein Bild so ein bisschen. Bisschen mehr Immersion. Finde ich ganz geil eigentlich. Sieht gut aus, finde ich. Hier so, jetzt ist hier gerade so Ascheflug. Und im Winter hast du dann so richtig Schnee und Kram auf der Linse. Das sieht eigentlich ganz cool aus, finde ich. War ein bisschen jetzt schwierig bei Quest-Gesprächen, weil dann die Leute verschwimmen. Aber es ist okay. So, die zwei Mods habe ich installiert und diese Elena halt, wie gesagt, die ist halt ziemlich sarkastisch. Alles in Englisch, dummerweise, aber es ist zu verstehen. Und ich habe auch die Untertitel eingeblendet, also die sind in Deutsch. Da kann man sich das, kann man sich dann das zusammen klamüsern, was die erzählt. Also es ist schon, teilweise ist es schon ziemlich lustig. Man kann mit der auch kooperieren, aber das habe ich deaktiviert, die weil das ist schwierig. Ist seetüchtig und abfahrbereit. Aha, sehr gut. Nordmite ist seetüchtig und abfahrtbereit. Ich habe die irgendwo abgestellt. Frag nach Arbeit. Habt die Anführer der Gefährten nach Arbeit? Habe ich denn nicht genug gearbeitet für die? Ah, die steht. Steht die in Himmel? Die steht hier im Winterfeste? Wo habe ich die denn abgestellt, Mann? Ja. Da oben ist sie. Schnelle Reise hin und dann werden wir ganz kurz in Weißlauf noch vorbei und dann gehen wir nochmal nach Solzheim zurück. Kurz. Könnte eigentlich das Spiel auch mal schnell neu starten, damit diese ganze Multiplayer-Geschichte auch mal deaktiviert ist. Wenn ihr einen Moment Zeit habt, könntet ihr mir mal helfen? Oh. Ich brauche immer noch Hilfe, wenn ihr die Zeit erübrigen könnt. Sollen wir da helfen? Das gibt doch nur Ärger, oder? Das funktioniert doch alles dann mit Julia ihrem Dings nicht. Was für was denn? Wir versuchen doch alle bessere Magier zu werden, stimmt's? Ja. Nun, ich brauche jemanden, mit dem ich einige Zauber üben kann. Eigentlich nichts Gefährliches. Wärt ihr bereit, mir zu helfen? immer auf seinen eigenen Vorteil bedacht. Das Drachenblut, was springt für mich dabei raus? Könnt ihr euch nicht selbst, könnt ihr nicht an euch selbst üben? In Ordnung, ich werde euch helfen. Könnt ihr nicht an euch selbst Nein, üben? Nicht solche Zauber. Ah. Mir, ich würde nicht fragen, wenn es nicht nötig wäre. Ja, halt, Zauber. Okay. Ja, gut, ich kann euch helfen. Ich hatte schon Angst, ich müsste Jezargo fragen. Bleibt einfach dort stehen. Okay. Bitte haltet still und versucht euch nicht zu bewegen. Okay. So, und jetzt? Du liebe Zeit, das hätte nicht passieren sollen. Geht es euch gut? Ihr seht ziemlich, grün aus. Es tut mir schrecklich leid. Ich bin alles wieder und wieder durchgegangen und war mir sicher, dass es laufen würde. Kein Problem. Bitte sag nicht, dass es dauerhaft ist. Nein, natürlich nicht. Na, dann geht's doch. Eigentlich nicht. Ihr werdet im Nu wieder wie neu sein. Dann können wir es noch einmal versuchen. Und ich bin sicher, diesmal wird es mir gelingen. Ach so, ja. Okay. Danke. Reicht das mal. Mhm. Wartet, bis sie, der Zauber abgeklungen ist. Ja, toll. Was sind das für ein Zauber? Wir müssen, können mal ins Magie-Menü gucken. Elf Minuten, es ist noch. Alles ist grün, 11 Minuten. Das sieht man wahrscheinlich jetzt nicht, weil ich hier diesen Reshade anhab. Egal. Also, wir wollen ja eigentlich unsere Bekleiderung holen. Die Verzauberungsdienste Alana. Gehören zu den wenigen Dingen, die uns noch mit dem übrigen Himmel. Es gibt und dann nur wenige Orte, an denen man meiner Art von Arbeit ohne vor Verfolgung nachgehen kann. Hm. Oh,
Alana, wo bist du? Noch weiter oben, scheinbar. Naja. Mach dir den Gemächern vom Erzbischof, vom Erzmagier. Nee. Ist es denn, sag mal? Wo hab ich die denn hingestellt? Halle der Elemente? Ich weiß nicht. Kann sein. Ne, da ist der Magion drauf. Dass man den nicht beirufen kann mit Pfeifen. Ach, hier ist noch ein Marker. Himmelsrand. Das ist wahrscheinlich ein anderer. Elena wartet. Elena, wo bist du? Oder Elana. Elana heißt die, glaube ich. Mein Elan ist für alle. Habe ich die denn abgestellt? Ich weiß es nicht. Können wir die andere Scheiße deaktivieren? Warte, bis es abgeklungen ist. Das machen wir dann mal zu Ende. Verschiedenes, Elena. Fragt die Anführer der Gefährten. Wir haben auch genug für die jetzt wirklich Questen gemacht. Ohne Witz. Also, da hört es auf bei mir. Der Marker ist da, ne? Nächstes Mal bringe ich die nach Dings. Irgendwo hin. Bringe ich die in irgendein Haus von uns. Das war blöd. Ich dachte, ich lasse die in Winterfest einfach stehen und hole die dann wieder ab da. Das war keine so gute Idee. Ach, da. Da ist sie. Können wir gleich gucken, ob der noch Bücher zu verkaufen hat. Ist abgeklungen? Ne, noch nicht abgeklungen. Alles ist grün. Die ist nicht so begabt, die Zauberin, ne? Die Dings. Erzmagier? Ach, da steht sie. Mensch, ich hab dich doch gesucht. Yes. So. Ich habe jetzt gemacht, dass die ihre Optionen alle auf Deutsch sind, weil die jetzt ziemlich verworren war teilweise. Aber es sprechen tut es halt noch Englisch. Man könnte, es gibt noch so eine Übersetzung, deutsche Übersetzungsmod, aber die ist mit so einem KI-Tool gemacht und es klingt noch nicht so gut. Yep. Finde ich. If you're ready, I'm ready. I'm ready. Die ist schon ganz gut, aber ich hab der, Trankmischbeutel, Zeig mir mal euren Trankmischbeutel. Sure, if you're brave enough to look. Achso, wenn ich mutig genug bin. Formel der Testperson, Formel tödlich Ungeziefers. Eins von beiden habe ich eben gerade gekriegt, oder? Von den Büchern. Ach hier, da. Das. Kann ich dir das so geben einfach? Alle die mit dem Plus dran, die sind irgendwie. Formel der Skeletthorde. Totenschädel, Knochenmehl, Kandiswurzel, gewöhnlicher Seelenstein. Die braucht halt diese Sachen und dann kann die diese Zauber wirken, wenn die Sachen im Inventar hat. Wir haben jetzt Skeletthorde, Testpersonen, Lieberschwanz, Ziegenfell, kleiner Seelenstein, Fuchspelz. Müssen wir mal sehen, aber die ist schon so ganz gut, also die kann gut kämpfen auf jeden Fall. Aber ich habe jetzt ein paar Mal in Solzheim gehabt, dass ich hier diese, also mit ihre Quest habe ich ein paar Mal dort aktiviert gehabt. Und vielleicht kann ich die mir damit helfen, dass wir das wegkriegen. Und Julia muss ich die einfach auch installieren, denke ich mal. Die ist schon ganz gut, finde ich. Muss ganz kurz rüber. So OBS switchen. Ich muss, glaube ich, noch mal ganz kurz nach Weislau und mir neue Reisepäckchen holen. Wir haben ganz schön viel verbraucht heute. Ich habe jetzt zwischen den zwei Aufnahmesessions habe ich einen Tag mal gegrindet. Ah, der Zauber ist abgeklungen, okay. Ja, aber das machen wir jetzt nicht fertig mit dem Zauber. Morgen. Und zwar habe ich meinen Schmieden ist auf 100.
Aber mehr über episch komme ich trotzdem noch nicht. Und ich habe mein Inventar aufgeräumt, ein neues Schwert gebaut. Ihr seid zurück. Hey. Ich habe ein Geschenk für euch, Papa. Oh, das ist aber nett von dir. Langbogen. Oh, dankeschön. Zwei Stück. Der verkaufen gehen. Aha. So. Fertigkeiten. Beschwörung. Veränderung, Verzauberung. Schmiedekunst habe ich auf 100 jetzt. Habe ich alles durchgelernt, was es geht. Schwere Rüstung auf 99, siehst du ja. Und ich habe den Dings habe ich zurückgesetzt. Den einen, den Doppel-Zweihand. Das wissen ja die meisten, die es gesehen haben. Und ich habe mir meine Klamotten verzaubert. Ein bisschen. Weil ich dachte mir, wir bauen dann eine neue Rüstung. Und zwar möchte ich mir gerne die Daedra irgendwas Rüstung bauen. Gepanzert. Das ist die schwerste so, was ich gesehen habe, die ich bauen kann. Und dazu muss ich noch Daedra-Herzen sammeln. Das habe ich aber alles offscreen gemacht, also diese Verzauberung, weil das haben wir jetzt schon ein, zwei, drei Mal gesehen. Deswegen muss ich das nicht alles eher im Stream oder im Dings machen. Das macht da nicht so viel Sinn. Wir haben noch genug Skyrim vor uns. An und für sich, bis wir am Ende sind, denke ich mal. Haben wir noch einige Dings vor uns. Wo sind die denn da, Daedra-Herzen? Die habe ich vorhin gekauft, bei dem Händler, der nur nachts da war. Wahrscheinlich ist das ein Kredenz. Da Daedra-Herzen. Drei Stück haben wir jetzt. Die wiegen aber auch nichts. Die kann ich im Inventar lassen. Lass ich einfach im Inventar, wenn es eh nur Inkredenzchen sind. Dann ist das okay für mich. Vielleicht hab ich sogar noch welche hier in der Schublade. Nee, das sind überhaupt gar keine Inkredenzchen. Die habe ich alle rausgenommen. Die Bella Thanos. Da gibt es noch einige Sachen, Eisenstiefel, daedrische Kettenstiefel, das sieht alles ganz gut aus, verkaufen wir aber trotzdem. Halskette des lautlosen Schleichens, Schleichen hat 25% verbessert, das ist geil. Das lege ich mal rein, das behalte ich mal. Die ganzen, ich habe mir erlaubt, die ganzen, hier ganzen Ringe und alles, was ich hatte, habe ich alles verzaubert verkauft. Deswegen habe ich auch unten 48.000 Gold, habe ich irgendwie 12.000, 13.000 Gold damit gemacht. Mit den ganzen Verzaubern. Und das habe ich auch gesteigert. Das war 85 jetzt, oder 88. 88 ist jetzt Verzauberung. Weil ich habe festgestellt, umso besser mein Verzauberungswert ist, umso höher kann ich verzaubern. Umso höher ist der Ertrag quasi. Habe ich mitgekriegt. Und so habe ich jetzt auf den Klamotten, die ich anhabe, zum Beispiel bei den Handschuhen, habe ich jetzt schwere Rüstung, 5 Punkte drauf. Hier bei der habe ich 13 Punkte auf Gesundheit. Bei den Nordstiefeln habe ich Tragefähigkeit 5 Punkte. Und auf den Helm habe ich Steigert Magika um 5 Punkte, 3 Punkte. Achso, das habe ich gemacht, weil ich so überhaupt gar keine Magika habe im Endeffekt. Deswegen habe ich das genommen. Das ist ganz gut. Und auf den Umhang habe ich auch nochmal Gesundheit drauf. Und so komme ich jetzt auf keine Ahnung. 300 noch was? 327, genau, mit den Klamotten. Aber das lässt sich natürlich noch verbessern. Aber so geht's schon mal wieder ein bisschen. Und beim Zweihand bin ich auch schon am Leveln wieder. Hat auch schon wieder ganz gut geklappt. Es fehlt mir noch ein Level bis zur nächsten Stufe im Barbar. Das würde ich gern auf jeden Fall heute noch schaffen, wenn es geht. Das kriege ich aber bestimmt hin. Das ist halt alles so eine Sache, wo man sich ein bisschen mit beschäftigen muss und was man auch offscreen, was ich ein bisschen offscreen machen muss einfach, weil ich will es auch nicht unnötig in Länge ziehen, das Ganze hier. Und wir werden auf jeden Fall bestimmt bis Oktober noch brauchen, weil ich habe mir überlegt, wir fangen jetzt, wenn wir jetzt Soulstime fertig sind, fangen Julia und ich mit der Hauptquest, machen wir mit der Hauptquest weiter. Aber dann irgendwann kommen wir an den Punkt, an dem wir entscheiden müssen zwischen Sturmmänteln und Kaiserlichen. Und an dem Punkt werde ich speichern und diesen Speicherpunkt werde ich dann wegtun. Und dann spielen wir diese kaiserliche Linie oder diese Dings. Und dann werde ich nochmal versuchen, die andere Linie durchzuspielen, dass wir das sehen, was da jetzt wirklich besser ist von beiden. Und ich glaube, es ist nichts besser von beiden. Ist das ein Amulett von Mara? Ja. Ich bin überrascht, dass jemand wie ihr noch nicht vergeben ist.
Die ist so... Für manche ist es Ramsch. Für mich sind es... Die ist so interessiert. Weiterhin habe ich gelevelt, dass ich kann allen Händlern alles verkaufen. Und mir fehlt jetzt noch ein Pünktchen oder sowas bei Redekunst. Oder zwei Punkte noch bei Redekunst. Und dann kann ich leveln, dass die alle ein bisschen mehr Geld haben. Das hat sich eigentlich bewährt. Gerade das mit dem Verkaufen. Ich habe, wenn ich jetzt... warte mal, ich muss kurz lesen. Kreaturen der Person. Stufe 8. Komm. Stäbe kann man eh nicht entzaubern. Und deswegen kommen die einfach weg. Sturmarter nach. Ach, siehst du, guck mal. Okay, den behalte ich mal. Stab des Blitzes. Das kannst du behalten. Achso, wie Gold hat's ja nicht mehr. Sorry. Kann ich den nicht verkaufen, Puppe? Kettenstiefel, da ätherische Kettenstiefel weg. Hat ja auch nicht so viel Gold. Oh, das ist ruhig was wert, das Zeug. Die kannst du haben. Können wir nach Wert sortieren. Kleidung besser kaufen bei Dave. So, Tunika. 56. Weg damit. Bodenbüsch, Pelz, irgendwelcher Dreck. Brauner Mantel. Wir wollen nichts Braunes. Dreckiger, brauner Scheiß. Knochen, Rüstungsmüll. Brauche ich auch nicht. Aber die hat nicht mehr genug Gold. Komm, die neuen lasse ich dir. Da kannst du nur eine Bockwurst holen. Danke. Das war mir ein Vergnügen. Danke. Jo. Oh, wie hinreißend die ist. Ich glaube, die sollten wir vielleicht heiraten. Weiß ich nicht. Wir sollten vielleicht wirklich mal heiraten. Das gibt ja auch noch Boni, glaube ich. Das gehört einfach zum Spiel, wie alles andere. Das sollte man vielleicht möglichst zeitnah durchziehen. Weiß ich nicht. Achso, ich wollte mal gucken, ob die... ich gehe mal hoch zum Verzauberungstyp schnell. Dann guck mal, was der da an bei hat. Weil hat er irgendwie so einen Altonacht, den ich mir irgendwo hinzuziehen kann. Was ist denn? Könnt ihr den Anblick einer starken Nordfrau nicht ertragen? Nee, kann ich nicht ertragen. Sorry, ihr habt alle Bärte. Starke Nordfrauen haben alle Bärte. Habe ich gelesen. Ich warte noch auf so Spiele, wo du dann eigene Sachen sagen kannst. Und die NPCs dann reagieren mit irgendeiner KI. Da warte ich noch drauf, auf das Spiel. Das kommt bestimmt irgendwann. Wo ist der Verzauberungs... Blon. In letzter Zeit hat es den Anschein, als würde diese Zauber und Beschwörungen für jene, die sie anwenden können. Für jene, die sie anwenden. Kunst der Kriegsmagie. Lehrlinge. Der Rückkehr. Das sind die Spells. Das sind die, kommt von der einen Mod. Die braucht man nicht. Todesmal. Das habe ich schon. Die Seelensteine kann ich mal mitnehmen. Ich habe keine mehr. Beschworene Steinaxt. Beständiger Schutz, besänftiger Blitz, Blitzmantel, Rune, Eissturm, Eisstachel, Elementarblitz, Elementar erleuchten, Altonach, Feuer Altonach, Flammenmantel, Frostmantel, Seelenfalle, Zombies beschwören, hat er nicht. Steinhaut, ich muss halt irgendwie mein Dings ein bisschen hochziehen. Meine Beschwörungs-Skill muss ich ein bisschen hochziehen. Weil. Wir brauchen den beim nächsten Mal. Schade. Der hat natürlich jetzt hier nichts, was ich hier brauchen könnte. Aber ich kann den ein bisschen Schrott noch verkaufen, ja. Knochenrüstung. Amulett von Mara. Habe ich zwei Stück. Nicht, warum ich zwei habe. Vielleicht soll ich mal eins wegtun. Vergesst nie, dass euer Verstand eure schärfste Waffe ist. Ja, müssen wir erstmal mit dem Sturmding zurechtkommen. Würde ich sagen. Legen wir den mal auf Dings hier. Linke Hand. Recht, beide Hand. Okay, soll mal ausprobieren. Beim nächsten Gegner holen wir den mal raus, den gucken wir, was da passiert. So. Dann hab ich eingepackt, die Reiserüstung. Dann kommen wir rüber nach Solzheim nochmal. Und wirklich die paar Quests noch machen, die wir machen müssen. Leider.
Weil die mit Julia nicht funktionieren. Kapitän Gialon kümmert sich hier ums Geschäft. Ich bin nur ein Mart. Ein Mart. Er ist nur ein Mart. Okay. Dann würde ich ins Questlog gucken. Das sind die Übungen, die lassen wir uns mal sein. Verlorenes Wissen, bring das schwarze Buch in deinen Besitz. Wir machen erstmal mehr als nur klauen. Das haben wir vorhin angefangen. Und habe ich nicht beschaffe den Handwerksleitfaden. Und die bemalte Netzrüstung. Müssen wir gucken, wo wir die jetzt herkriegen. Wenn nicht, muss man die nochmal zurückstellen, die Quest. Und dann muss ich die Teile spawnen, weil irgendwie war die Kiste verbuggt, wo ich das rausnehmen sollte eigentlich. War hier drüben irgendwo? Da drüben. Ich habe nicht mal die Markierung gekriegt hier, ne? Da können wir mal schon hier eine Reise hin machen. Noch immer da schnell durch. Weil ich gibt's auch noch eine. So. So. Dings gespawnt und die machen echt. Oh, jetzt bin ich da reingegangen in die Höhle. Los, das wollte ich gar nicht. Oh, das ist ja meine. Sorry. Die machen mir wirklich keinen Schaden, die Dinger. Weiß ich nicht warum. Aber die gehören auf jeden Fall zu der Quest. Ach guck mal, jetzt hat sie kleine Häschen gespawnt. Die greifen die jetzt an, oder was? Lustig. So, da gehen wir nochmal raus, mal gucken. Kommt bestimmt hinterher. Aber das ist auch nicht regulär Skyrim auf jeden Fall, auch nicht. Vielleicht bin ich auch immun gegen Dings. Oh, 60, sehr gut. Dann gehen wir gleich mal in die Fertigkeiten. Zweihand. So, jetzt haben wir 80% mehr. Was zeigt das Schwert jetzt an? 82 Schaden. Jo. Sehr gut. Wollt ihr noch looten? Ich sehe die nicht mal. Da. Okay. Wollt doch gar nicht rein eigentlich. Wahrscheinlich ist dieser Verzauberungsscheiß von der. Yes. Ne, habe ich gerade nicht. Können wir kurz reden? Ja, ich möchte deine Zutaten in Edelstein umwandelst. Nein. Ich möchte, dass du mich Alchemie unterrichtest. Kann ich das machen? Ach so, gut. Nee, das möchte ich nicht. Ich möchte gerne wissen, wo einige Zutaten zu finden sind. Welchen formbasierten Zauber? Sure, I can help you with that. Onwards to new what you need. Kurz reden. Sounds good. Möchte gern wissen, wo einige Zutaten zu finden sind. Nein. Über euch erzählen formbasierte Zauber. Formelbasierte Zauber könnt ihr wirken. Wie ist unser Stand bei der Suche nach Formeln? Sure. This is what I can cast based on the formulas I know and the components I have. Bekannte Zauber mit Komponenten. Testobjekte, tödliches Ungeziefer. Okay. Ich möchte gerne Optionen festlegen. Vielleicht kann ich das erstmal deaktivieren.
Ursprüngliches Outfit. Möchte, dass er seltener über Dinge spricht. Mir wäre lieber, wenn ich gar nicht, wenn ihr gar nichts sagt. Ich möchte lieber, dass ihr drinne besser nichts beschwört oder wieder belebt, okay? Baut keine Tränke mehr für uns. Bringt einen Alchemieladen, kauft. Ich möchte, dass ihr irgendwelche Dinge nicht, im Alchemieladen kauft. Das kauft ihr nämlich selber, wenn ihr mit den Alchemieladen geht. Kauft ihr einen Scheiß selber. Verhaltet euch im Kampf nicht freundlicher. Eure Schergen sollen im Kampf nicht freundlich sein. Ich möchte, dass ihr nicht geschützt seid. Ich glaube nicht, dass ich all diese Zutaten suchen kann. Aber ich will es jetzt nicht deaktivieren, dann... Naja, das ist alles. Machen wir mal. Gut, das war mal nicht unser Ding. Okay. Das ist ja egal, wir wollen ja eigentlich hier rüber. Wir müssen halt nur gucken, dass irgendwann mal den Scheiß sammeln für die. Weil damit diese Questen weggehen. Oder wir deaktivieren das, weiß ich noch nicht. If you're working with Alchemy and I'm around, I can probably show you a few techniques that might let you get more out of your ingredients. Okay. Ich kann uns mehr helfen. Ich finde die eigentlich ganz geil so, eigentlich. Ich weiß nicht, ob die das Spiel verbiegt. Oder so. Nieswurz. Also Nieswurz gibt es hier auf Sozheim unendlich viel. Okay, da ist nichts drin. Seht ihr das? Also muss da irgendwas drin sein. Die Scheißquest ist verbuggt, glaube ich. Muss ich jetzt alle umbringen, aber ich will die jetzt nicht alle umbringen. Wir gucken nochmal ins Questlog. Beschafft den Handwerksleitfaden und die bemalte Netzrüstung. An der Nordküste in Sozheim. Den Schlüssel zu einer nahegelegten Truhe zu beschaffen. Darin sollte sich der Handwerksleitfaden befinden, den Händler erwähnt hat. Vielleicht habe ich den aber schon gelootet, den vorhin. Objekte. Hand. Ne. Haben wir nicht drin. Aber der Marker ist noch drauf, ne? Weiß nicht. As the temperature drops, I think my fascination with the chilling unknown only grows. Okay. Das ist eine blöde Kuh. Hallo? Ich kann mit dem reden, der hier noch rumrennt? Der? Ne. Vielleicht. Ich klaue den ja ganzen Scheißchen, ne? Vielleicht, aber der Marker ist eindeutig da drauf, ne? Auf der Kiste, auf der Truhe. Ach so. Sobald sie mich besser kennt, will sie mit mir rumexperimentieren. Das will ich eigentlich gar nicht. Das verstehe ich nicht. Müssen wir das Spiel mal neu starten, weil das was bringt. Wir stellen die Quest erstmal zurück. Ich gucke mir die Offscreen an, das ist jetzt nicht so das Problem. Und im Endeffekt, wenn es gar nicht geht, dann werde ich sie mir einfach spawnen. Also die Scheiße, dieses Buch, und dann machen wir es beim nächsten Mal. Dann machen wir jetzt weiter mit verlorenem Wissen. Deaktivieren die, machen verlorenes Wissen. Hier ruft die Formel ab, habe ich auch noch. Das können wir eigentlich auch noch schnell machen. Das gehört zu der Quest von Lydia, wollte ich sagen. Von Elana. Oh, da habe ich keinen Marker dazu. Doch, hier oben. Ne, das ist das weiße Hügelgrab. Da müssen wir jetzt als nächstes hin, wegen dem schwarzen Buch. Und das schwarze Buch hat Julia woanders. Mal sehen, wenn wir es nur holen können, das schwarze Buch, dann holen wir es nur. Dass wir eine Tasche haben, dann können wir beim nächsten Mal dann reingehen in das schwarze Buch. Aber wenn wir es dann gleich benutzen müssen, dann müssen wir schneller durchrennen. Nützt ja nichts.
Weiß auch nicht, ob die da mitkommen kann hier, die Dings. Ilana. Oh, was ist hier passiert? There's a tingle at the back of my neck, a sign that danger's nearby. Es kribbelt in meinem Nacken. Zurzeit ist, glaube, das ist Dings in der Nähe. Oha. Zeig mal deinen Nacken. Ja, sieht aber gut aus. Alles okay. Ich muss den Riegel anheben. Okay. Was für ein Blödsinn. Definitely dark magics at work here. Takes one to know one, I guess. Okay. Nehmen wir uns mal alles mit, wir müssen ja Kohle verdienen. Ja. Eine Vase. Oh! Ilana, the wayward necromancer, stands triumphant, with her faithful companion right by her side. Die ist so gut, ey. Die Sprüche von der sind so gut. Well, looks like I have all my fingers and toes. I really hate patch-up jobs. Müsst euch mal durchlesen. Also weiß nicht, ob ihr schnell genug seid. Und die Untertitel sind ja in Deutsch. Wenn ihr Bock drauf habt, lest euch mal das durch. Oder vielleicht seid ihr so gut und könnt es übersetzen. Die ist echt witzig, die Tante. Viel besser als die normalen McLaren, die du mitnimmst. Also vor dem Respekt vor dem Modder. Also die funktioniert auch gut. Also ich habe danach keine Probleme gehabt, die letzten zwei, wo ich gespielt habe jetzt. Außer halt mit diesen Nekromanten, die da rumnerven. Aber ich denke mal, das hast du weg, weil sobald du... Ja, sobald du mit der hier das fertig hast, wo die Tränke alle brauen kannst. Gehört ja streng genommen nicht zum Dings, ne? Nicht zum Skyrim, das ist ja eine Mod. Vielleicht mache ich das einfach offscreen. Dann hole ich die Trankdinger da einfach offscreen und fertig. Hier geht's lang, scheinbar. Wir gehen gleich die Treppe da runter. Ne, von da kommen wir, ne? Also es ist einmal eine Runde. Also wir müssen so oder so da runter in den Gang. Ich wollte nur gucken, dass wir jetzt nicht was übersehen. Ich könnte eigentlich den Alto noch einfach mal spawnen. Einfach nur um das zu leveln. Ich hoffe, das hilft beim Leveln. In manchen Belangen wäre ein Hand schon besser, ne? So gesehen. Hm. That was a pain in my rectum. That was a pain in my rectum. Okay. Ich weiß gar nicht, was in deinem Arsch los ist. Da möchte ich gar nicht, da habe ich nichts damit zu tun. Meine Gute. Wow. Here comes trouble. Comes trouble? Vielleicht kann man die so einstellen, dass die mich hielt. Das wäre geil. Oh, die gehört zu uns, Albino-Spinne. Ich hätte die irgendwie übernommen, glaube ich. Oh, Rubintruse. Du brauchst deine Spitzhacke. Habe ich schon wieder keine Spitzhacke? Hier. Hast du eine Spitzhacke? Du hast bestimmt eine Spitzhacke, oder? Jetzt willst du... Die ist schon echt gut. Nee, hat die nicht. Scheiße. Wenn du einen Stiefel haben will... Pelzstiefel gefallen der scheinbar nicht. Was habe ich denn hier für Stiefel für die? Was kann ich denn da geben? Ob die so Knochenrüstungsstiefel haben will? Anderes habe ich da jetzt auch nicht. Ja komm, hier. Nimm die. Right on. Ja, gefällt der scheinbar. Hat's wieder angezogen. Mann, ich habe keine Spitzhacke dabei. Wie kann man so scheiße sein, echt? Ich habe die bestimmt vorhin verkauft, bei aller Geilheit. Whoa, that's a strong smell. I'm probably in the right place for finding supplies. What was that?
Das ist ja Pinky. Pinky, Pinky, Blinky und Inky. Das ist ja geil. Wow. Was bist du denn für einer? So, und ob wir durch die Höhle durchkommen, das sehen wir leider aus der nächsten Folge. Ich bedanke mich fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.